So, erstmal absteigen hier. Bald ist mein letzter Drehtag heute. Ein bisschen traurig. Ja, aber ich habe passend zu Zoe mal so einen Agenten. Das ist mein Agentenfahrrad. Ja, naja, kommt mal mit. Erstmal Kaffee und Frühstück. Das ist immer das Wichtigste. Damit startet man. Aber mein Fahrrad schließe ich da an. Also es ist natürlich nur ein kurzer Weg mit dem Fahrrad. Also ich brauche wirklich nicht so lange. Aber ja, ich werde das schon vermissen. Oh, was für ein Drama. Mein letzter Kaffee. Bin auf jeden Fall. Jetzt die Frage. 2 Espressi, lieber ein. Nee, Kaffeecreme. Der wird's. Agentin Zoe ist am Start. Ja, okay, Spaß beiseite. Das ist mein letztes Frühstück. Komm. So. Meine letzte Mahlzeit. Der neue Kaffee Crema. Jetzt nur bei GZSZ. Ja, hier habe ich auf jeden Fall oft gesessen. Und wenn schönes Wetter ist, dann essen wir immer alle zusammen Mittag oder trinken Kaffee. oder Frühstück, je nachdem, wenn man Pause hat. Also auch das werde ich sehr vermissen. Ja, by the way, muss ich mich auch langsam mal in Zoe wieder verwandeln. Also kommt mal mit nach oben. Ja, willkommen zurück in meiner Garderobe. Ja, mein Lieblingsoutfit. Die Hose finde ich schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also die finde ich ziemlich cool, die würde ich privat auch anziehen. Ich selber bin ja relativ schlicht. Zoe nicht so. Und Zoe hat sich vor allen Dingen immer den Situationen angepasst. Ich mag das Orange an mir, also das werde ich vielleicht sogar mal ausprobieren. Und da kommen wir wieder zu der schlichten Lara, aber den finde ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, das sind so meine Favorites. Ja, ich würde sagen, ich ziehe mich mal um und wir sehen uns gleich am Set. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum Außendreh und ich freue mich aber, also ich bin natürlich traurig, aber ich freue mich auch, weil es wird mega geil. Zoe verlässt GZSZ dann natürlich mit 2 Showdowns, so wie sich das für Zoe gehört und ja, mit einem richtigen Knall. Ah, es macht einfach mega Spaß, natürlich sowas Toughes zu spielen und sowas, was man auch einfach nicht alltäglich macht. Ich mag ihren Ehrgeiz auf jeden Fall. Das macht total Spaß und dass diese, ja, sie knickt einfach nicht ein. Das ist schon eine krasse Eigenschaft auf jeden Fall. Also meine Lieblingsszene, oh, das war auf jeden Fall schon auch der Showdown mit Laura. Ja, das war schon richtig cool. Meine erste Kussszene mit Felix kann ich jetzt mal erzählen, weil sowas ist immer interessant. ich war mega aufgeregt und Felix meinte so, also dein Kopf ist jetzt schon knallrot. Und das war schon ein bisschen witzig. Ich musste schon ein bisschen lachen, aber nach einer Zeit ging es dann. Und ja, Versprecher natürlich, die sind immer gern gesehen. Was habe ich irgendwas mit Bluse, habe ich Buse gesagt und sowas, da muss man schon mal lachen. Ja, ich muss sagen, mit Felix und Chris hat es mega Spaß gemacht. Also danke nochmal an dieser Stelle und auch alle anderen. Es ist ein mega, mega tolles Team und ich bin so traurig, dass es jetzt vorbei ist. Ich hätte mir nichts Besseres für die Zeit vorstellen können. Jetzt hatte ich meine letzte Szene und habe noch einen riesen Blumenstrauß gekriegt und bin super, super dankbar für diese Zeit und für die Erfahrung und bin nicht so böse wie Zoe. Wow! Ey, geiles Video, oder? Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, drückt einfach hier rauf. Und wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, drückt hier rauf. Es wäre natürlich cool, wenn ihr den YouTube-Channel abonniert, deswegen abonnieren. Na los, abonnieren.